Hallo Feuerwerksfreunde, seid gegrüßt zu diesem neuen Video von mir. Es war ja lange Zeit recht still auf meinem Kanal. Jetzt, Mitte November, gibt es endlich mal wieder ein bisschen Content. Ich habe hier ein wunderbares Überraschungspaket vom Feuerwerksverkauf. Das Paket hat einen Wert von 50 Euro. Ja, ist relativ groß, muss ich sagen. Ich habe selber gekauft. Aktuell gibt es ja noch die Mehrwertsteuersenkung auf 16%. Von daher hat dieses Paket irgendwie nur 48,70 Euro gekostet, so in der Drehe. Und ich will es jetzt einfach mal mit euch auspacken. Ich persönlich mag Überraschungspakete total gern. Ich lasse mich sehr, sehr gern überraschen. Und bin jetzt mal gespannt, was da so drin ist. Nachdem ich jetzt kurz damit gekämpft habe, dass dieses Paket immer zuklappt und meine Kamera dunkel wird, haben wir es jetzt hier und packen es mal aus. Ich bin gespannt, es sieht erstmal sehr, sehr geil aus, was da so alles drin ist. Fassen wir mal hier rein. Nico-Artikel, Irrlichter, Speedies, wilde Hummel, Knatterblitze, also F1-Set. Cool, ja, ist für die aktuelle Zeit vielleicht nicht ganz schlecht. Ja, also F1-Paket. Dann haben wir hier was ganz Wildes. Nämlich Luftschlangen. Cool. Ja, kann man immer da haben. Wir haben hier, Gold- und Silberregen. Das ist ja ziemlich cool. Gold- und Silberregen von Nico. Älteres Logo. Bumpy 1. Nice. Ja, coole Sache. Wir haben hier schöne Funkebälle drin. Funke D. Jetzt gucke ich gerade, Produktion zwar Jahr 2016. Jetzt stellt die Kamera sich nicht scharf. Das sind aber richtig, richtig geile Funkeböller gewesen. Jetzt haben wir es hier. Sehr cool. Also die taugen absolut, wenn man die da hat. Feier ich. Gucken wir mal, was wir hier Großes haben. Die Omega-Raketen von Jorge sind die meines Wissens nach. Was haben wir denn hier? 36 Gramm NEM auf die ganze Schachtel. Ja, das sind vier Stück. Das sind ganz vernünftige Raketen. Die hauen dann jetzt nicht vom Hocker. Die sind aber auch nicht ganz schlecht. Das kann man auf jeden Fall so machen. So, geht's mal weiter. Wir haben hier zwei Rödis drin von Nico. Ja, römisches Licht in Blau. So sieht man es besser. Mit 8 Schuss. Und das ist auch nochmal in Grün drin. Die sagen wir jetzt eigentlich gar nichts, die beiden Goldies. Bin ich mal gespannt, wie die sind. Testen wir. Dann geht's hier. Machen wir mal hier weiter. Das ist Röckhoff meines Erachtens nach. Diese Pyro Power Serie. Der Artikel sagt mir gerade überhaupt nichts. Kostet 5 Euro. Crackling Whip ist das. Also wird wahrscheinlich eine Art Kette sein, Verbund. Ja, sieht mir so aus. Große Crackling-Knallermatte ist das. Ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall machen. Das Teil hier, das kenne ich. Das ist vom selbigen Hersteller. Es steckt nur leider gerade fest. Jetzt hat es beschädigt. Naja, was soll's. Die Centipede, die hatte ich vor ein paar Jahren mal, die habe ich auch in einem Video schon mal getestet. Die ist ziemlich nice, das sind halt immer Pyro-Cracker-Bündel. Die macht ganz gut Alarm, die ist nicht verkehrt. Ich weiß gar nicht, was die kostet. Die war relativ teuer, fand ich damals. Ich glaube, 8, 9 Euro kostet das Ding. Kann aber auch sein, dass es inzwischen günstiger ist. Ja. Dann haben wir hier eine nette kleine Budget-Batterie, die X-Ray von Jorge. Kostet, glaube ich, 3, 4 Euro. Kometen. Bunte mit Saluts am Ende. Ist ganz schlecht. Ist nicht ganz schlecht. Ich finde sie wirklich ganz gut. 12 mm, klar, kann man nicht so viel erwarten. Gar nicht von den Saluts, aber hey, ist cool, die drin zu haben. Ich mag die. So, das hier sieht mir arg nach Wunderkerzen aus, natürlich. Ja, Komet-Wunderkerzen. 40 Stück. Das ist was für meine Freundin. Ja, kann man immer da haben, denke ich. Weiter geht's mit Fontänen von Klasek und Denimix. Ist die Schiene schon offen? Ne, die ist noch zugeklebt, die Schachtel. Vier Stück F2 Fontäne. Ich kenne sie gar nicht. Muss ich mir mein Video anschauen. 100 Gramm NEM
Also 25 pro Vulkan, steht hier auch nochmal drauf. Ja, ich denke, die sind von der Uhr ganz nett. Und dann haben wir hier noch die Glanzpunkt-Vulkane. Das sind doch... Nee, es sind F2-Artikel, okay. Überrascht mich. Ich dachte jetzt, das ist ein F1-Artikel von PyroArt. Cool. Ja, nice. Na, ein paar kleine Vulkane sind immer nicht schlecht. Kann man auch als Verbund zünden. Was ich vielleicht machen werde, mal schauen. Und dann geht's weiter. Haben wir hier noch drei Batterien. Zum einen die Skylab von Weco. Booster Batterie. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, welche das ist. 20 mm Kaliber, 30 Sekunden. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ja, recht kleine Batterie, kostet einen Zehner, wie es noch drauf steht. Ich denke mal, das passt. Dann haben wir die Coolboy von Weco. Multiwave Batterie. Ja, ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, wie da der Effekt war. Pyromold, das weiß ich, kostet 11 Euro. Ja, ist keine schlechte Cake. Die war absolut in Ordnung. Und Hestia, zu guter Letzt, die Blue Jack, die finde ich ganz cool. Die gibt es auch schon ein paar Jahre. Die ist auch ziemlich groß. Kostete 17 Euro. Hat F2 natürlich, 275 Gramm. Die war auf jeden Fall nicht schlecht effekttechnisch. Ja, also ich muss sagen, von der Gesamtübersicht kann man wirklich nicht meckern, was hier alles drin war. Ich würde es jetzt nochmal aufbauen und melde mich dann gleich zurück. So, und damit melde ich mich jetzt nochmal mit der Gesamtübersicht zurück. Ich finde, für 47 Euro hat man hier ein nettes Komplettpaket. Ist auch, wie ich finde, so ein recht geiler Familieneinkauf einfach. Wenn man hier das Paket stehen hat, ist alles dabei. Ist ein bisschen was zum Böllern dabei. Es sind Wunderkerzen dabei, es sind Jugendartikel dabei. Man hat Vulkane, man hat römische Lichter, man hat Fontänen. Man hat vier Batterien sogar. Also, ich kann da nicht meckern. Die Auswahl finde ich sehr, sehr gut. Es ist von allem was drin. Preis-Leistungsmäßig haut das auch definitiv hin. Ich habe das jetzt mal grob überschlagen. Mit den Preisen, die halt so im Shop sind, ist man da bei einem Warenwert von über 60 Euro. Da kann man jetzt wirklich nicht meckern. Man hat eben die gute Effektauswahl drin. Also ich bin zufrieden. Ich kann mit dem Artikel definitiv was anfangen. Ich freue mich. Lasst mir ruhig mal einen Daumen nach oben da und gerne auch einen Kommentar, wenn ihr mehr von solchen Überraschungspaketen und generell wieder Unboxings sehen wollt. Ich brauche ein bisschen Feedback, was aktuell so auf dem Kanal kommen soll, weil es in letzter Zeit sehr still war darum und mir manchmal auch ein bisschen die Zeit und die Lust fehlte, da Videos zu produzieren. Deswegen würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat und lasst mich das dann auch gerne mitwissen, damit ich mehr für euch produzieren kann. Recht vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst. Alright.